In der heutigen digitalen Freitagsführung wollen wir einen Blick in die Sammlung der Tanzordnungen und Ballspenden des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim werfen. Vor über 100 Jahren, in Zeiten, als es noch kein Internet und keine Social-Media-Kanäle gab, traf sich die Gesellschaft auf Empfängen und Bällen, um zu sehen und gesehen zu werden, Klatsch und Tratsch auszutauschen oder sich die heiratslustige Welt zum Rendezvous zusammenfand, wie man damals sagte. Um diese gesellschaftlichen Ereignisse entwickelte sich im 19. Jahrhundert eine regelrechte Ballkultur, die eine eigene Infrastruktur mit Tanzkapellen, Ballsälen und Galanteriewarenherstellern mit sich brachte. Letztere stellten auch Tanzordnungen und Ballspenden her, die auf keinem Ball fehlen durften und die man aus Katalogen bestellen konnte. Eine große Sammlung dieser kleinen Objekte konnte das Siebenbürgische Museum bereits vor einigen Jahren erwerben. Der Brauch der Ballspenden und Tanzordnungen entwickelte sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts und erlebte seine Blütezeit von ca. 1880 bis zum Ersten Weltkrieg in der sogenannten Belle Époque. Die Mode kam vor allem, man ahnt es, aus der Haupt- und Residenzstadt Wien, war aber, wie unsere Beispiele zeigen werden, im gesamten K&K-Reich, so auch in Siebenbürgen, anzutreffen. Ursprünglich entstanden waren die teils aufwendigen Ballspenden aus den Tanzordnungen, die den Ballbesucherinnen vom Veranstalter überreicht wurden. Jeder Ball hatte Ende des 19. Jahrhunderts ein festgelegtes Tanzprogramm aus traditionellen Tänzen wie Walzer, Marsch oder Polka. Nach dem Ersten Weltkrieg kamen moderne Tänze wie Foxtrot, One-Step oder sogar Shimmy hinzu, wobei die große Zeit der Tanzordnungen wie der Gesellschaftsbälle hier schon vorüber war. Die Herren baten die Damen meist zu Beginn des Balls, ihnen einen Tanz zu reservieren. Dies wurde von den Damen in der Tanzordnung notiert, weshalb viele über einen beigefügten kleinen Bleistift verfügten, wie hier bei einer Tanzordnung eines Balls des Hermannstädter Männerturnvereins von 1898 zu sehen. In einem Herstellerkatalog aus der Zeit um 1900 heißt es dazu: Diese Büchelchen können in einer Unzahl von Gestaltungen hergestellt werden. Nur müssen sie so geartet sein, dass sie von der Dame leicht getragen und gehandhabt werden können. Je origineller der Gegenstand ist, desto mehr Beifall wird er hervorrufen. Aus den Tanzordnungen entstanden mit der Zeit die meist aufwendig gestalteten Ballspenden. Nicht zu verwechseln sind diese mit den Damengeschenken der Herren, wie Sträußchen, Bonbonieren oder Parfümflakons, die den Damen anlässlich eines Balls von ihren Begleitern geschenkt wurden. Tanzordnungen und Ballspenden wurden den Damen beim Betreten des Ballsaals überreicht. In der Regel besitzen Tanzordnungen wie Ballspenden einen Haken, um diese an der Kleidung der Dame zu befestigen, und oder eine Schlaufe, um sie am Handgelenk zu tragen. Die Kosten für die Ballspenden trug der Veranstalter und machte damit sozusagen auch Werbung für die eigenen Vereinszwecke oder konkurrierte mit anderen Einrichtungen durch den Aufwand der Ballspenden. Im Herstellerkatalog aus der Zeit um 1900 werden diese daher wie folgt angepriesen: Es sind verhältnismäßig nur Nebensachen. Und doch wird von solchen Kleinigkeiten nach einem Balle oft monatelang gesprochen. Außerdem bewahrt man solche Gegenstände als Andenken an eine schöne, sorglose Zeit gerne auf, und darum müssen derlei Sachen auch in jeder Richtung geschmackvoll, elegant und dauerhaft sein. Daher finden sich sogar Tanzordnungen, auf denen bereits die Bezeichnung Souvenir aufgedruckt ist. Die Vielfalt der Anlässe von Studenten- und Schulabschlussbällen über Bälle von Gesangs- und Sportvereinen, Feuerwehren, Reservisten- und Offiziersbällen oder beispielsweise Handels- und Gewerbevereinen ließ das Geschäft der findigen Hersteller florieren. Es entstanden Objekte, die für die Zeit meist sehr aufwendig ausgeführt waren.
im Vierfarbdruck, mit Vergoldung, Stanzungen, Relief oder Prägedruck. Durch die weite Verbreitung und die daraus resultierende industrielle Herstellung konnten sich auch die weniger betuchten Vereine und Veranstalter, wie hier im Bild der Hermannstädter Arbeiterbildungsverein, solch aufwendige Tanzordnungen und Ballspenden leisten. Die Tanzordnungen sind nicht nur ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse ihrer Zeit, sondern auch der jeweils vorherrschenden Kunstströmungen und Moden. So finden sich Tanzordnungen im Neo-Rokoko ebenso wie in reinstem Jugendstil oder späte Beispiele in der reduzierten geometrischen Formensprache der 20er Jahre. Hiermit schließen wir den kurzen Einblick in eine längst vergangene Ära. Besuchen Sie einmal das Siebenbürgische Museum Gundelsheim, wo Sie eine Auswahl der Ballspenden im Original betrachten können.